Die Bergmann-Brüder, Theodor und Johannes. Nur 2 Jahre trennen die beiden, seit ein paar Wochen aber auch ein Ozean. Theodor, Profi bei Rot-Weiß Erfurt und Johannes, College-Student in den USA. Die University of Maryland, vor den Toren der Hauptstadt Washington. Das neue Zuhause von Johannes, dem älteren der beiden. Auch er war in Erfurt auf der Sportschule sogar Junioren-Nationalspieler. Nach einem Kreuzbandriss kickte er zuletzt in Nordhausen. Im März, April, Mai, wo es dann ja Planung nächste Saison geht, habe ich mir dann so überlegt, will ich weiter in Deutschland bleiben, will in der 4. Liga spielen, ohne jetzt die 4. Liga schlecht zu machen, oder will ich was Neues erleben? Und ich wusste, dass ich mit meinen Studien, mit meinen Voraussetzungen hier im College spielen kann. Hier auf dem Campus in Maryland hat er eine gute Universität und vor allem perfekte Bedingungen für den Sport. Den Spielern fehlt es an nichts. Wir haben eine richtig, richtig gute Kabine hier, haben einen richtig guten Trainingsplatz und auch eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung, sei es Physio, sei es Doc. Und ja, ich würde es vergleichen mit einem Zweit- oder Erstliga-Club sogar. Also in der 3. Liga, denke ich mal, gibt es das ganz, ganz selten. Aufgewachsen sind die Bergmann-Brüder in der Nähe von Bad Langensalza. Die Eltern leben immer noch in Schönstedt. Und Fußball war immer in ihrem Leben. Hannes ist vom Körpertyp her natürlich ein bisschen robuster als ich. Er ist ein bisschen stämmiger, würde ich mal sagen. Und ich habe da natürlich immer ein bisschen das Nachsehen gehabt früher. Wir haben ganz viel geackert bei uns im Garten zu Hause und haben uns da ein Spielfeld abgesteckt. Theodor, eines der ganz großen Talente bei Rot-Weiß Erfurt, mit feinem Fuß. Nach langer Verletzung ist er gerade wieder fit geworden. Am kommenden Wochenende stehen alle Zeichen auf Startelf-Comeback. Für Johannes und sein College-Team ist die kurze Saison schon fast vorbei. Nur gut 3 Monate dauert die Spielzeit. Und dennoch wird hier ein guter Ball gespielt. Ich war sehr überrascht vom Niveau her, positiv überrascht, weil wir sehr, sehr gute ausgebildete Spieler hatten. Im Taktischen vielleicht ist es so, dass manchmal falsche Entscheidungen getroffen werden, aber sowohl vom Spielerischen als auch vom Athletischen her ist es mindestens gleichzusetzen mit der Regionalliga in Deutschland. Johannes spürte hier auch sofort das Vertrauen des Trainers. Der flog extra nach Deutschland, um den Linksfuß und seine Eltern in Nordhausen zu treffen. Jetzt, am Ende der ersten Saison, ist er begeistert über seine Verpflichtung. In jeder Minute, die er gespielt hat, war er eine enorme Verstärkung für uns. Ich glaube, ich muss nach Deutschland zurück, um mehr solche Typen zu finden. Theodor wird er nicht bekommen. Der sieht seine Zukunft als Profi in Deutschland. Aber an Johannes wird er noch lange Freude haben. Denn der wird noch 4 Jahre hier bleiben und damit vielleicht ja länger als der derzeitige Hausherr im berühmtesten Gebäude der Welt.